Hi, ich freue mich, dass wir uns hier in diesem Video sehen. In diesem Video geht es um Medikamente, um Antibiotika und um unsere Darmflora, beziehungsweise wie man jetzt seit neuestem dazu sagt, um unser Mikrobiom. Ich spreche ja sowohl auf Instagram als auch hier auf YouTube sehr, sehr, sehr viel über unsere Darmgesundheit, über unsere Diversität in unserem Mikrobiom, das heißt über die verschiedensten Darmbakterien. Und auch über den Zusammenhang mit unserem Immunsystem. Ich kann es immer nur wiederholen. Mehr als 80% unseres Immunsystems sitzen im Darm, weil natürlich im Darm so eine kleine Schutzarmee ist. Das hatte ich neulich auch schon in einer Instagram-Story erklärt, die sozusagen dafür sorgt, dass Gifte, die unseren Darm passieren, nicht durch die Darmschleimhaut, durch die Darmwand in unseren Organismus, das heißt in unseren Körper gelangen. Weil, wenn das der Fall sein sollte, dann lagern die sich an in den verschiedensten Organen und verursachen dort chronische Entzündungen. So viel mal dazu, um das zusammenzufassen. Jetzt möchte ich kurz auf die Wirkung von Antibiotika eingehen. Und zwar ist sicherlich einigen Leuten, die dieses Video hier anschauen, klar, dass eine Antibiose nicht zwischen guten und schlechten Darmbakterien unterscheidet. Das heißt, krankmachende Bakterien werden durch eine Antibiotikanahme vernichtet, aber auch gute, nützliche Bakterien, die wirklich unser Immunsystem unterstützen und eine essentielle Aufgabe haben. Und die wäre es natürlich, unsere Abwehrkräfte zu stärken. Beziehungsweise diese Darmbakterien sind in gewisser Weise unsere Abwehrkräfte. Und ein Antibiotikum walzt alles erstmal platt. Im Akutfall, wenn es sich wirklich um lebensbedrohliche Krankheiten handelt, bin ich ein absoluter Fan von der klassischen Schulmedizin und auch von der Erfindung dieser Antibiotika. Aber leider, ja, befinden wir uns auf dem Weg oder ja, befinden uns mitten in dem Weg rein in eine flächendeckende Antibiotikaresistenz. Das liegt unter anderem daran, dass Antibiotika, wie beispielsweise diese sogenannten Fluoquinolone, die eigentlich eine Notfallmedikamente sind, in wirklich heiklen Momenten oft verschrieben werden für beispielsweise einen harmlosen Harnwegsinfekt. Das wäre mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist aber, dass jetzt eine Studie, ich blende sie euch gleich mal hier ein, herausgefunden hat, die wurde übrigens 2018 veröffentlicht, dass nicht nur Antibiotika-Einnahmen einen Effekt auf unsere Darmflora haben, sondern auch jedes vierte Medikament, und zwar negative Auswirkungen. Diese durchgeführte Studie kam zu dem Fazit, dass, wie gesagt, jedes vierte Medikament, das tagtäglich von unzähligen Menschen eingenommen wird, eine Auswirkung auf unsere guten Darmbakterien hat und somit auch beitragen kann zu einer sogenannten Dysbalance. Und wenn eine Dysbalance im Darm vorherrscht, dann kann natürlich das Immunsystem auch massiv darunter leiden. Inwiefern sich diese Einnahme langfristig auch auswirkt auf die Menschheitsgeschichte, dazu kann man noch nichts sagen. Das steht auch explizit in dieser Studie, dass man dazu absolut nichts sagen kann. Man kann aktuell einfach nur festhalten, dass jedes vierte Medikament negative Auswirkungen auf die Darmflora hat. Ich habe diese Studie hier vor mir und ich werde sie euch auch unten in der Infobox verlinken. Und zwar war das ein europäisches Forschungsteam der European Molecular Biology Laboratory. Und es wurden über 1000 Medikamente untersucht. Und dieser Studie zufolge hat rund jedes vierte Medikament, wie ich bereits gesagt habe, eine schädliche Wirkung auf bis zu 40 Bakterienarten in unserem Darm. Und nicht nur auf irgendwelche Bakterien, sondern auf die Bakterien, die eine entscheidende Bedeutung für unsere Abwehrkräfte haben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ich möchte hier nicht irgendwelche Medikamente schlecht machen, sondern ganz im Gegenteil, ich möchte die Sensibilität fördern, dass man sich bewusst ist, wenn man unter Symptomen leidet, die einer Symptomunterdrückung bedürfen, sage ich jetzt mal, weil es natürlich unangenehm ist, unter diesen Symptomen zu leiden. Und daraufhin muss man dann ein Medikament nehmen. Man könnte ja eigentlich auch die Ursache beheben, aber das ist ja jetzt ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall, wenn man eben Symptomunterdrückung mit einer Medikamenteneinnahme sozusagen macht, dass man sich einfach dann auch um die Darmgesundheit kümmert und die Darmgesundheit fördert. Natürlich geht es immer um die Balance. Und wenn man die Darmflora schwächt, durch diese Einnahme von den Medikamenten kann man ja, weil man ja selber sein eigener Herr bzw. seine eigene Frau ist, ja, die Darmgesundheit aktiv positiv beeinflussen durch die Einnahme von Prä- und Probiotika, durch ein Symbiotikum, durch Kombucha, durch Kimchi, durch fermentierte Produkte, durch natürliche präbiotische Produkte bzw. Lebensmittel wie Chicorée, Artischocken, was es noch alles so gibt. Aber es gibt eine Menge an präbiotischen Lebensmitteln da draußen. Was super wichtig ist und was super gut ist und mich sehr, sehr freut, ist, dass die Darmgesundheit in der Forschung und auch in der Gastroenterologie
eine zunehmende Bedeutung sozusagen bekommt. Und es sind jetzt sozusagen erst die Anfänge erforscht von unserem meterlangen Darm, der, wenn man ihn aufklappt, so groß ist wie 2 Tennisfelder. Ja, und noch ein spannender Fakt ist, dass wirklich in einem kleinen Milligramm von so einer Besiedlung der Darmflora mehr Bakterien, Viren und Pilze vorhanden sind, als es wirklich überhaupt Menschen auf der Welt gibt. Und so komplex ist dieses System und so wichtig ist es, sich damit regelmäßig auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Und gerade in der heutigen Zeit, ihr müsst euch wirklich überlegen, Health is Wealth. Das heißt, die Gesundheit ist alles, was zählt. Und die Leute, die wissen, was es bedeutet, wenn man am seidenen Faden hängt, ich lag persönlich auch schon auf der Intensivstation und hatte diverse Erlebnisse, die ja, meine Gesundheit sozusagen am seidenen Faden hingen ließen und deshalb kann man sich durch solche Ereignisse immer super gut rückbesinnen. Und solche Menschen wie ich und andere Personen, die ähnliche Erlebnisse hatten, sprechen ja sozusagen an die Personen da draußen, die solche Erfahrungen glücklicherweise zwar noch nicht gemacht haben, die aber durch Sensibilisierung und Bewusstwerdung darauf aufmerksam werden. Und das ist hier diese Intention von diesem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schaut euch gerne unten die Studie an und bleibt immer kritisch, denkt selber und passt auf euch auf. Bis dahin, tschüss!